Die Bundesregierung erwägt, einem Medienbericht zufolge, eine Solardachpflicht für Neubauten. Die Bild-Zeitung zitiert aus dem Entwurf für das Klimaschutz-Sofortprogramm 2022 der Regierung. Demnach müsse auf jedem neuen Dach oder bei größeren Dachsanierungen künftig eine Photovoltaik- oder Solarthermieanlage installiert werden. Außerdem sei geplant, die Regeln für die Wärmedämmung zu verschärfen. Der Verband Haus und Grund warnte, Bauen und Wohnen würden so dramatisch verteuert. Vor der Küste Sri Lankas versuchen die Behörden weiter, die Umweltschäden nach einem Schiffsunglück einzudämmen. Der ausgebrannte Frachter hatte unter anderem Chemikalien und Plastikgranulat geladen, die teils ins Meer gelangten. Nun soll geklärt werden, ob sich weiteres Gefahrgut an Bord befindet. Eine Vertreterin der Umweltbehörde sagte, man sei vorbereitet, Ölsperren auszulegen. Der Frachter hatte fast 2 Wochen lang gebrannt und ist inzwischen gesunken.